Wieder da in Kingdoms of Amalur Reckoning und hinter mir latscht jemand, dem wir irgendwie... Putter, der sollen wir doch die Stäbe abknüpfen. Fragt sich nur wie. Tut eure Absichten kund oder lasst mich in Frieden. Ja, aber ich brauch doch deinen Stab. Dein Stab, Putter. Ich war einst Teil des tiefen Schlummers. Doch ich hatte den Wunsch, das Träumen zu verlassen, um etwas nachzugehen, das Sterblichen wie euch deutlich vertrauter sein dürfte. Ehrgeiz. Ich habe viele Zyklen in der Wiege des Sommers verbracht, so wie es meiner Rolle in der Erzählung entspricht. Doch irgendetwas von jenseits des Meeres rief nach mir. Ein Flüstern von Macht und Verdorbenheit. Spürt ihr es denn nicht? Seit dem verdorrenden Krieg ist dieser Flecken Erde verzaubert. Manche bevorzugen vielleicht die Bezeichnung verflucht, aber ich betrachte all diese Magie als einen Segen. Ich durchstreife die zerrütteten Hügel und Schluchten auf der Suche nach Antworten auf diese Frage. Was liegt jenseits des Meeres? Wer ist sie, die mit ihrem feurigen Atem und ihrem wissenden Flüstern nach mir ruft? Oh, vielleicht finden wir das auch noch raus, denn wir sind ja schon übers Meer gereist. Fort, aber ich weiß immer euch. Noch nicht, was ich machen kann. Kann ich sie angreifen? Nein, kann ich nicht. Was mache ich denn dann? Dann laufe ich erstmal nach hinten. Seid gegrüßt. Überzeugen hatte ja nicht geklappt. Wo kann ich denn dann noch hin? Quatsch. Karte will ich. Dann laufe ich noch mal hier nach Mulrane. Da war ich noch nicht. Bin noch nie da zu Fuß hingelaufen. Ist ja unglaublich. Na gut, dann laufen wir da mal hin. Und sie ist hier hinten. Amano. Aber wird sich das denn ändern, wenn... Hier war ein Singstein. Die sind sehr, sehr schnell. Gut. Sollen die da mal langlaufen? Bitte. Hauptsache nichts zu mir. Ja. Ja, ist klar. Das war doch mal gut gekämpft hier. Mit Falle zwischendurch bauen und pipapo. So, dann holen wir uns mal ein bisschen Schutz. Da kommt einer auf mich zugelaufen. Das ist bestimmt irgend so ein Wolf oder so. Oh, wer ist denn das? Hier so eine Linschi. Doofe Hexe, ganz ehrlich. So, was ist... Warum liegt jetzt hier einer? Belenaltar. Berührung des Todes. Und was? No. Hier. Nimm das mal alles von ihm. Irgendwie makaber, aber okay. Und du hast auch was fallen lassen? Alles klar. Dietriche, gerne. Und dann gehen wir da mal rein nach Mulrane. Müssen wir ja wohl. Oder übel. Aber deswegen machen wir das ja hier zusammen. Ja, wir öffnen... Okay, ungewöhnliche Weise geöffnet. Dann laufe ich eben... Ja, wo laufe ich dann lang? Ich muss doch hier durch. Dietriche, nutzlos. Gibt es hier irgendwie einen Schalter? Vielleicht irgendwas anderes? Laufen wir mal erstmal und gucken. Oh nee, das sind wieder diese Dinger. Kann ich die anderweitig töten? Der sieht mich. Der sieht mich. Koboldschurke. Alles klar. Die haben das schon gehört da hinten. Deswegen kommt der schon, der andere Kobold. Wächter. Ja, wenn du nicht näher rankommst, dann... Dann wird das nichts, ne? Hi. Merkt ihr, dass die Tür aufgeht oder merkt ihr es nicht? Wir können sonst auch zusammen hier lang schleichen. Ja. Und gehe ich hier an euch vorbei. Nein? Okay, ihr habt's gemerkt. Oh! Oh.
Wer nicht hören will, muss fühlen. So. Hatte ich schon, aber euch hatte ich noch nicht. Heiliger Trakt? Was für ein Ding? Okay, ich nehme das mal einfach alles, den Kram. Und dann gehe ich hier durch und dann bin ich auf der anderen Seite. Und ich darf hier gegen jemanden kämpfen, der ein bisschen stärker ist? Oder was? Wer bist denn du? Seid gegrüßt. Erion Raff. Der Zaubermeister hier. Hättet ihr Lust, mir bei meiner Arbeit Gesellschaft zu leisten? Ihr seht aus, als würden euch einige Augenblicke der stillen Besinnung guttun. Ich möchte euren Stab. Wer bist du denn? Ich studiere die Welt, meine Liebe. Die Welt. Man kann das Wissen, nach dem man strebt, nicht aus Büchern und Rezepturen lernen. Nein, man muss das Land durchstreifen, um Antworten zu finden. Seht euch um. Diese Ruine hält Wissen so tief verborgen, dass es sich niemals jemand aneignen könnte. Doch das wird Erion Raff nicht davon abhalten, es zu versuchen. Ich möchte deinen Stab. Dieser krumme alte Stab? Ich kann mir nicht vorstellen, warum ihr euch dafür interessieren solltet. Er ist ein zusammengeflicktes Teil aus allem. Ich will ihn aber trotzdem. Ich habe jedoch zahlreiche Stunden meines Lebens für seine Herstellung geopfert. Meine Hände sind noch immer voller Schwielen. Ich würde mich zwar davon trennen, aber das hat seinen Preis. Zum Beispiel dein Tod? Pff, das kann ich nicht glauben. Das macht nichts. Ihr werdet schon einen Weg finden. Die Leute in der verlassenen Ebene sind ein findiges Volk. Ich will immer noch deinen Stab. Natürlich wollt ihr ihn haben. Wer würde ihn nicht wollen? Aber lasst uns über den Preis reden. Du willst 4.460 Gold von mir. Wer bist du denn eigentlich, dass ich dir so viel... Warum muss ich dem jetzt so viel Geld geben? Warum? Warum kann ich dich nicht einfach töten? Ich hoffe, ihr versteht, dass ich mich nicht für weniger davon trennen konnte. Die Arbeit eines Mannes besitzt noch immer einen gewissen Wert. Erfreut euch an dem Werk und noch einen guten Tag. Du bist ein Arsch. Du hast mir voll viel Geld abgezapft. Nun denn, lebt wohl? Ja, toll. Er macht sich jetzt ein schönes Leben mit meiner Kohle, ja? Tolle Wurst. So, dann werde ich nochmal hier an die Karte gehen. Und er zaubert da weiter vor sich hin, der Meister. Proper. Mann. Das ist doof, dass man das jetzt machen muss. Sonst hätte ich jetzt auch noch voll viel Geld sammeln müssen. Ist ja eigentlich auch nicht einfach. Aber na gut. Bitteschön. Öffne die Tür. Was ist da? Jetzt komme ich hier auch durch. Okay. Hi. Die haben sich hier gemütlich gemacht gehabt und ich störe die jetzt hier in ihrer kuscheligen Höhle. Gut. Irgendwelche prasselnden, rasselnden Feinklingen eingesammelt und... Nein, irgend so ein Ding zum Bannen. Ist das schwer? Ist das leicht? Mittel. Ich hatte mal nachgelesen, weil ich das mit dem Bannen immer ja nicht hinkriege, wie das geht. Und es ist so, dass auf den Kreisen wohl Zeichen drauf sind mit 1 und 2 und 3. Und dann nach der Reihenfolge soll man die machen. Aber man darf sich natürlich keinen Fehler erlauben. Aber um zu üben, werde ich das jetzt einfach mal probieren. Und wenn ich einen Fluch kriege, kriege ich halt wieder einen Fluch. Es hat prima geklappt. Hat ganz prima geklappt. Ja. Aber ich habe ja schon 2 Flüche. Habe ich noch einen gekriegt? Ich hatte ja schon vorher 2. Ah, oh, blöd, echt. Ja. Will ich auch alles nicht. Alles nur blöd hier. Ich will jetzt wieder raus. Ich habe ja mein Zepter. Jetzt brauchen wir nur noch das dritte. Und dann haben wir den Quest hier wieder gelöst. Können wir auch schon wieder den nächsten machen. Das geht ganz schnell eigentlich, wenn man sich beeilt. Du Zaubermeister, du. 4.000 sonst was Kohle, du Arsch. Komme ich hier durch? Warum komme ich hier nicht durch? Dann muss ich ja hier lang. Fände ich nur raus. Und hier nochmal reingucken. In das Versteck. Musste ich mal eben niesen. Ach, hier war ich ja schon.
Ich will hier gar nicht lang. Ich laufe immer falsch. Ich will raus. Mal wieder getötet. Ganz viele Monsterchen haben wir schon getötet. So. Hier waren wir noch nicht. Hier. Ich will nicht sterben. Ich wollte den eigentlich benutzen, aber es ging nicht mehr, weil dann die Feinde kamen. Diese Mauern sind gewachsen, wurden gebaut aus Stein. Mit Liebe wurde dieser Ort erschaffen. Ihr seht die Lichter, die mystischen Hallen geordneter Realität. Es sind die Gesichter der Vermissten. Die verkörperte Wahrheit der verlorenen Seelen. Es sind so viele. Doch, man kann sie sehen. Wie jämmerliche Scharaden sind sie. Manche mit guten Absichten, was man ihnen nicht vorwerfen kann. Doch die meisten sind nur eine List. Es versteht sich, dass es mir hier nicht gefällt. Ihr hättet eure Freiheit behalten und ein bequemes Leben führen können. Doch ihr konntet die Unruhe nicht bändigen, die euresgleichen quält. Jetzt habe ich mich doch entschieden gehabt, die Truhe nicht zu entbannen, weil ich ja eh zu doof dafür bin und... Naja, dann hört sie doch auf. So, ich hoffe, ich komme hier mal wieder raus. Weil das wäre ganz schön, aber es ist auch toll, dass ich hier diesen Stein noch gefunden habe. Es gibt ja auch eine Liste... Kann man hier runter? Nee. Gibt ja auch eine Liste. Ach, hier geht's auch. Aha. Hier ist der Eingang oder Ausgang. Eine Liste von den Steinen, die man schon auf der Weltkarte entdeckt hat und so. Und dann kann man die sich halt alle holen, alle anhören. Aber ich habe das jetzt halt auch immer, auch offline halt gemacht, wenn ich da gerade drüber lief, dann, ja. Hier kommen unsere drei Freunde wieder, ne? Gibt es aber keine drei Freunde mehr. Und wir sammeln wieder unser Gold ein, was der Zaubermeister ja uns da drin abgeluchst hat. Aber dafür haben wir jetzt unseren Stab. Fehlt uns nur noch eine. Nur echt. Gibt sie mir den, wenn ich jetzt ihr sag, dass ich die anderen beiden schon hab? Oder wie? Liebe Purta. Wann kriege ich meinen Stab? Tut eure Absichten kund oder lasst mich in Frieden. Wie oft muss ich euch noch sagen, dass ihr verschwinden sollt? Glaubt mir, ihr wollt meinen Zorn nicht zu spüren Krieg. Bekommen. Genau hier. Ganz lieb wieder. Auf diesem Boden habe ich gegen unsere Feinde vom Hof des Winters gekämpft. Doch das alles war vergeblich. Die Zyklen vergehen, wie sie es immer getan haben und auch immer tun werden. Der Winter kann nicht bezwungen werden. Ich will deinen Stab, ich will deinen Stab, ich will deinen Stab. Und vor allem kann man ja nicht nochmal sie überzeugen, ne? Es ist mir ebenso teuer wie jedem anderen Fein. Aber meine Zeit war gekommen. Ich habe jedoch ein Stück der Wiege mit mir genommen, ein Teil einer Waffe, die ich beschützen sollte.
Ich hatte mir dieses Recht verdient. Und diesen Stab will ich haben. Wie oft muss ich euch noch sagen, dass ihr verschwindet? Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll, damit ich da rankomme, weil ich will ja den Quest hier eigentlich mal lösen. Und sie hat ihn ja, oder nicht? Also, ich gehe jetzt nochmal hier in die Quests rein. Genau, Morgengrauen, das ist das. Ich habe mich bereit erklärt, drei Feinstäbe, Rivernas hatte immer Frost und Enderfeuer zu finden, neu zu schmieden. Die Teile wurden gestohlen, zu anderen Waffen geschmiedet. Ich muss die Diebe aufspüren, ihre Stäbe an mich nehmen und die ursprünglichen Waffen wiederherstellen. Da gibt's doch nichts, was ich, wo ich hingehen könnte mit niemandem. Was soll ich denn da machen? Ah! Dann eben so. Ich musste sie wohl töten, ne? Ja. Ah, man kann hier wechseln auf... Und das habe ich ja noch nie gemacht. In all diesen 50 Parts habe ich noch nie hier unten gemerkt, dass ich mit dem Steuerkreuz das ändern kann. Ich dachte immer, es ist automatisch so, dass ich gegen die nicht kämpfen darf soll. Aber das ist ja mal interessant. Dann kann ich die ja gleich immer angreifen, wenn mal sowas ist. Aber in diesem Falle ging es wohl auch einfach nicht anders, ne? Sonst... Nee, ich hätte hier mal nicht hingehen sollen. Kannst du mal aufhören wegzulaufen? Ihr greift mich immer erst alle an und dann... Dann hau dir ab. Das sind so eine dusseligen Dinger, ey. Ganz ehrlich. Ich wollte eigentlich nur zu der Truhe, aber die habe ich mir jetzt ja wohl auch irgendwie verdient. Zum Felshaufen. Ja, toll. Ist so ein scheiß Zepter drin. Mensch, das hat sich ja gelohnt. Das nehme ich nochmal mit und dann reise ich jetzt mal zurück, wo ich das denn auch immer tun soll. Wahrscheinlich bei irgendeiner Schmiede, ne? Das kann ich doch bestimmt genau... Ja, gibt es. Ich habe nur nochmal eben geguckt, ob ich das schmieden kann. Wenn ich die Dinger neu schmieden soll, dann ist es ja egal. Zu irgendeiner Schmiede nehme ich mal an. Es muss wahrscheinlich gar keine bestimmte sein. Und hier... Kann ich das an? Ich muss irgendwie runter, ne? Ist irgendwie... Sehe ich das falsch? Kann ich hier rein und schmieden? Ach, das wird da drinnen sein, aber im Keller. Bestimmt. Und pass mal auf jetzt, ja. Hier gibt es noch jemanden, der Hilfe braucht. Ich bin nämlich hier, um jedem zu helfen. Ist es nicht ein herrlicher Tag? Als würde uns Helios persönlich mit einem Lächeln wärmen. Welchem Umstand verdanke ich eure Aufmerksamkeit? Ich kann nur einige wenige Augenblicke erübrigen. Der Göttersturm wartet auf meine Rückkehr. Und er mag es überhaupt nicht, wenn man ihn warten lässt. Ich habe Papiere darüber gefunden. Oh, ich habe Papiere darüber gefunden. Ich wusste gar nicht, dass ich Papiere darüber gefunden habe, aber ich habe Papiere darüber gefunden. Das kann nicht sein. Ich habe die verlassene Ebene nach derartigen Dokumenten abgesucht. Aber irgendwann erträgt ein alter Mann die brennende Sonne einfach nicht mehr. Wenn ihr mir den Rest dieser Forschungen bringen könnt, werde ich euch angemessen entlohnen. Ja, ja. Ich bin nur noch wenige Tage von der Vollendung des maßgeblichen Werkes über den Göttersturm entfernt. Aber dafür brauche ich diese Papiere. Nie zuvor war ich mit derartigem Glück gesegnet. Wo finde ich denn die Dokumente? Ich fürchte, sie sind für alle Zeiten verloren. Und große Geister wie Ewald und Kallas sind selten. Ich vermute, ihre Arbeiten wurden über die gesamte Ebene verstreut. Gut, erzähl nochmal was über dich und dann müssen wir die anderen Sachen noch schmieden. Ich wurde in der Stadt Rathier geboren, als Weise der Windungen. Doch als ich eines Tages über die Bibliothek der Scholia Arcana stolperte, fand ich in den alten Büchern zu einem neuen Leben.
Möget ihr Ethenes Weisheit finden. Oh ja, Mensch, er ist ja ganz versessen auf seine Papiere, seine wichtigen Papiere. Und dann werden wir uns mal um die wichtigen Papiere kümmern. Aber erstmal gehen wir hier in den Keller. Wo geht's denn hier runter zum Keller? Kann man hier überhaupt runter? Man doch. Kann man hier nur hoch? Ich meine, hoch ist klar, aber... da kann man pennen. Aber ich sehe auch kein Schmiedezeichen. Ich glaube, wir sind hier doch falsch. Aber gut, wieder ein Quest gekriegt, ne? Schon wieder einer mehr, weil die Leute können ja nicht aufhören, irgendwas von mir zu wollen. Tja, wo muss ich denn dann hin? Da muss ich doch runter. Dann bin ich auf der falschen Ebene. Und wie mache ich das jetzt? Dass ich hier ein bisschen mal runtergehe? Kann ich das hier tun? Grube der Gesetzlosen. Nee. Ich will nicht in die Grube. Ich will zu einem... Es ist mir zu doof. Es ist doch völlig egal, wo man hingeht. Dann gehen wir jetzt ins gute Kennerrock. Da gibt es nämlich auch ein Schmiededing. Ich suche mir hier nämlich einen ab hier in der Stadt. Und außerdem wohne ich hier links. Hier links wohne ich. Ist das nicht schön? Wir waren schon ewig nicht hier. Hi. Ab in den seinen Sitz. Da waren wir schon lange nicht mehr. Da, wo die Party los ist. Hier ist doch immer die Party los. Hier, er hier. Und der Billy. Der Billy ist auch immer super nett. Der ist nämlich einer der wenigen Schmiede, der mir auch sowieso immer alles repariert. Ich kann jetzt... Es ist gut. Die anderen reparieren mir nämlich gar nicht immer alles. Können. Das erinnert mich daran, dass ich noch... Gebt auf euch Acht. So, und wenn ich das jetzt machen soll, dann soll ich das jetzt selber machen? Ich muss eine Schmiede finden, um Riverna Tarsus Dämmer Frost bla. So, und muss ich jetzt irgendwie schmiedemäßig voll was drauf haben, oder was? Krieger. Waffen. Robe, Talisman, Schuhe. So sieht es jedenfalls aus, wenn ich hier was schmiede. Wie ihr seht, kann ich noch nicht alles Mögliche machen. Aber wir sind doch hier bei... Soll ich jetzt ein Zepter machen? Oder ich kann ja anscheinend nichts machen. Oder soll das jemand für mich tun? Ich muss eine Schmiede finden, um Riverna Tarsus Dämmerfrost eines neu zu schmieden. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich neben der Taverne zum Blauen Bären mehr eine Schmiede gesehen. Aber zuerst muss ich die drei Stäbe zerlegen, um an ihre Hauptbestandteile zu gelangen. Okay, das können wir ja zumindest machen. Und dann muss ich nach Emer. Ich darf gar nicht hierhin. Okay, das war dann falsch von mir. Zerlegen. Ah, hier, Morgengrauen. So. Was war das jetzt noch? Ich kann ja hier alles Mögliche. Ist das der Dunkelsplitter? Ja, ne? So. Und was noch? Was war das, der göttliche Reißzahn? Habe ich jetzt alle? Habe ich jetzt alles zerlegt? So, wenn das so ist, dann gehen wir natürlich direkt jetzt hier wieder raus. Kommen Sie mal zu jetzt hier. Dann bin ich ja falsch hier. Im Meer, im Meer, im Meer. Ich weiß gar nicht, waren wir gerade im Meer? Oder wo waren wir? Im Meer, tatsächlich. Oh, da muss ich ja jetzt hier die besondere Schmiede doch finden. Hätte ich das mal gleich... Guten Tag. Ach, ist das doof. Ja, kein Wunder, dass ich hier die Schmieden immer noch nicht gefunden hatte, weil... Seid erneut gegrüßt. Das anscheinend hier was Besonderes ist. Ja, komm. Wie heißt du nochmal? Du läufst immer wieder an mir. Edwin. Edwin ist gut, Edwin. Da oben, hallo. Da ist das auch nicht. Hier geht's raus, da komme ich auch nicht lang. Ich muss also hier, Edwin ist gut, muss also hier oben, muss ich doch lang. Vielleicht ist es ja noch weiter oben und nicht unten. Es ist hier hinten. Ach, es ist hier hinten. Ah, herstellen. So, kann ich jetzt hier die coolen Sachen machen? Habe ich jetzt das Richtige überhaupt zerlegt gehabt? Quest. Riverna Tarsus, Dämmerfrost, Enders Feuer. Ich habe keine Ahnung, ob ich alles Richtige zerlegt habe.
Aber zuerst muss ich die drei Stäbe zerlegen, um an ihre Hauptbestandteile zu gelangen. Dann brauche ich noch einige anderer Komponenten. Aha. Wie jetzt? Was jetzt? Komponenten? Welche Komponenten? Ach so. Wahrscheinlich den ganzen Kram, den ich hier brauche zum Schmieden, ne? Ja. Hier. Ist das denn dann, habe ich den denn dann fertig? Riverna Tarsus Pflock? Soll ich das hier machen oder? Weil hier stehen ja auch noch die anderen Sachen. Aber das wird der doch sein, oder? Ist das jetzt egal, was ich dann da reinhau? Ich will das Ding sowieso nicht benutzen. Schaden gegen das Karo. Giftschaden. Mana-Rauben. Hier. Pack rein, den Scheiß. Ist das völlig egal, was ich hier... Nee, ich bin mir gerade nicht sicher, was ich hier eigentlich mache. Wenn ich ehrlich bin. Das hätte ich mir vielleicht nochmal irgendwie selber angucken sollen. Aber das weiß man ja vorher immer nicht. Genau so geht's einem ja. Wenn man privat spielt, dann geht's einem genau so. Muss einen Schmiede finden, um eine Tarsus-Dämpfung und eine von neu zu schmieden. Aber... Das heißt, ich kann eine Sache davon nämlich jetzt gerade neu machen, ne? Nämlich dieses Riverna Tarsus und Dämmerfrost und Enders Feuer kann ich gerade anscheinend noch nicht machen. Oder stand da gerade Enders Feuer? Nee, ne? Da stand Riverna. Und die drei soll ich neu schmieden. Also spielt's eine Rolle, was ich da reinpack? Genau, in diesem Pflock. Pack da jetzt einfach den Kram hier rein. Ich will aber nicht meine guten Sachen hier eigentlich verbrauchen. Ich mach das einfach nur mal hier. Ich nehme mal sonst die schlechten Sachen. Ist das nicht okay? Ich soll das doch einfach nur schmieden. Hier, mach mal. Ja, mach mal. Toll. Ein Stab gemacht. Hey. So, und dann gibt es natürlich noch andere Sachen, die ich aber noch nicht kann. Aber wenn ich eins davon schon gemacht habe, dann weiß ich auch nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich diesen... Genau, Riverna Tarsus. Das habe ich jetzt also gemacht mit nicht mehr als schlecht... mehr schlecht als rechten Mitteln habe ich das Ding hergestellt, weil ich ja gar keine Stabkämpferin bin. Und wenn ich das Ding verscherbel, ist auch okay. Hauptsache, ich kriege den Quest gelöst. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Kingdoms of Amalur. Bis dann!